So ist gut. Das Licht ist schlecht. Das Licht ist schlecht? Bitte vorbeugen. So? Ah, so geht's. Martin, du kannst die Zimmerpflanze abstellen. Danke. Liebe Fans, jetzt kommen wir zu einem Mann, der wirklich eine Legende ist. Das ist keine Übertreibung. Er heißt Dietrich Diederichsen. Er hat unter anderem die Specks mitgegründet. Er hat die Pop-Theorie in Deutschland erfunden, auf die Spitze getrieben und dann wieder zunichte gemacht. Also noch nicht, aber vielleicht kommt sie ja noch. Er ist Professor für so ziemlich alles in Wien an der Akademie der Bildenden Künste. Und er ist, last but not least, jetzt der Interviewpartner von Martin Fritz. Hallo, hier aus der PMK, der Plattform Mobiler Kulturinitiativen in Innsbruck, wo wir jetzt gerade unser Postmodern Talking Studio aufgebaut haben und wo wir nach Wien geschalten sind, jetzt per Internet-Video-Telefonie-Stream zu Dietrich Diederichsen, Poptheoretiker, Professor für Gegenwartskunst, mit dem wir eben ein bisschen über diese Lage eigentlich auch sprechen wollen, in der wir uns jetzt gerade alle befinden. Ich darf da vielleicht zu Beginn ganz kurz ein bisschen ausholen. Eben die PMK ist normalerweise halt ein Club, wo halt Konzerte stattfinden, wo DJs auflegen, auch Diskussionsrunden, alles Mögliche ist. Ein Hund ist hier auch gerade in der Leitung, aber das soll uns nicht weiter. Der ist hier, der kommt gleich hier rein. Ah, okay. Der kommt jetzt gleich reingelaufen. Okay. Da ist er. Ja, hallo. Ah. Cool. Ja, wir freuen uns sehr. Hoffentlich springt er auch mal ins Bild, wenn er eins dieser Hund ist. Nee, wenn er es jetzt nicht gemacht hat, macht er es nicht mehr. Okay, schade. Ich setze einfach nochmal an. Also wir sind hier in der PMK, wo normalerweise Konzerte stattfinden, wo DJs auflegen. Also ein Ort, wo normalerweise Popmusik live zu erleben ist. Jetzt ist das natürlich nicht möglich, zu aktuell, wie die Lage halt so eben ist. Darum haben wir hier eben so eine Art Studio aufgebaut und machen hier eben nehmen Sendungen auf, die wir dann über Webstreams später senden werden. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen da vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen eine Meta-Reflexion über diese Situation, in der nicht nur wir, sondern ja viele andere sich ja auch gerade befinden, anstoßen. Und ich versuche jetzt nochmal ganz kurz aufzurollen. In dem Buch über Popmusik haben Sie ja eben als einen wesentlichen Aspekt von Popmusik herausgearbeitet, dass Popmusik eben mit Indexeffekten spielt und die in interessanter Weise spielt. Und das ist also ein Effekt in der Rezeption. Also beim Zuhören von Popmusik kann sich eben dieser Effekt einstellen, dass man den Eindruck bekommt, man käme da eben genau wieder zu dieser Situation, wo die Popmusik aufgenommen worden ist, dieser Moment im Studio, wo vollkommen fremde Menschen zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort wirklich da waren und wirklich die Spuren von deren Körper stecken noch in dieser Aufnahme. Und diese Aufnahme ist ja quasi das Wesentliche an Popmusik, die dann in einem ganz anderen Kontext, eben zum Beispiel im Jugendzimmer oder wo auch immer diese Popmusik angehört wird, dann auf einmal wieder eben auf einen anderen Menschen treffen. Diese interessante Vermittlung eben über ein Medium ist eben etwas, was Popmusik ausmacht. Normalerweise gab es dann immer noch auch den Live-Moment quasi, also wenn Popmusik live aufgeführt wurde auf Bühnen vor Publikum. Das fällt jetzt oder ist im letzten Jahr halt sehr stark weggefallen. Auf der anderen Seite gibt es eben total oft so mediale Vermittlungen. Also natürlich gab es das Internet ja auch schon eben bevor jetzt eben diese Pandemie kam. Aber es ist natürlich nochmal viel präsenter und viel stärker geworden, dass wir halt eben ganz viele frühere Live-Erlebnisse jetzt halt eben als Webstream-Erlebnisse, als Zoom-Konferenzen etc. erleben. Genau, und vor diesem ganzen Hintergrund wäre dann eben so unsere Frage, die wir uns irgendwie gestellt haben, was sagt denn sozusagen der Theoretiker dann, was könnten dann die möglichen Auswirkungen einerseits auf Popmusik sein und andererseits eben auf diese ganzen anderen Formate, die jetzt nicht unbedingt Popmusik sind, die auch irgendwie Kunst oder Kunstvermittlung oder eben die verschiedenen Zwischendinge dazwischen sind. Ja, also zunächst mal gibt es den Index-Effekt ja nicht bei Live-Auftritten. Denn Live-Auftritte sind zumindest im Verständnis und im Erleben der anwesenden ZuschauerInnen direkt. Und
und der Indexeffekt entsteht ja quasi über eine Spur. Also der Zeichentypus Index ist ja im Grunde genommen der Zeichentypus der Spur. Also ich kriege irgendein materielles Objekt und ich kann davon, ich weiß darüber, hier ist ein Körper, eine Person, eine Ursache gewesen. Und diese Ursache, die ist präsent in der Spur, die sie hinterlassen hat. Und das ist also klassischerweise so beim Recording. Und beim Recording habe ich eben ein Objekt, das ist ein totes, materielles Objekt, das hat zunächst mal keinerlei physische Körperlichkeit oder Präsenz. Und wie durch ein Wunder, ich brauche nur das entsprechende Abtastgerät, enthält es diese Aufzeichnung. Und daran ist ja besonders entscheidend, dass es nicht einfach die Aufzeichnung von Dingen, die absichtsvoll gemacht sind, enthält, die auch, es enthält, klar, irgendwelche Songs, die aufgeführt werden, von Leuten, die diese Songs vielleicht auch geschrieben haben und bestimmte Akkordfolgen vorgesehen haben, die sie auch dann tatsächlich exekutieren. Aber das ist es nicht, was mich erreicht, sondern das, was sie unwillkürlich dabei tun. Die Unwillkürlichkeit ihrer körperlichen Präsenz im Studio. Und das ist etwas, was in anderen Medien, auch über Medien vermittelten Formaten, versucht wird, runterzuschrauben, was in der Popmusik am Anfang vielleicht zufällig und später immer mehr auch absichtlich stehen gelassen wird, was sozusagen ein Teil ein großer Teil ihres Reizes ausmacht. So, und bei all dem, was wir jetzt zum Beispiel tun, hier über Zoom uns unterhalten, da gibt es ein solches totes Objekt ja nicht, das entsteht und irgendwo hingebracht ist, ein Recording. Das könnten wir jetzt zwar produzieren, wir könnten das jetzt hier aufnehmen, oder das wird aufgenommen und man kann dann so einen Effekt später erzielen, aber in der Regel sind ja die ist das neue mediale Ereignis oder das mediale Ereignis, an dem man in einem massiv verstärkten Maße Anteil hat in der Pandemie, eines, das nicht über ein drittes Aufzeichnungsobjekt, ein Speichermedium läuft, sondern das funktioniert wie eine Live-Übertragung. Ne? Und der Live-Übertragung ist nochmal ja so ein drittes Genre. Also neben dem Index-Effekt, der auf ein Recording basiert und dem tatsächlichen Live-Konzert, wäre die Live-Übertragung so die Medientypus 3. Und nun ist es in der Popmusik ja so, dass sie eben nicht rein ist. Also sie arbeitet nicht nur mit einem Typus und gerade das macht es auch aus. Also die klassischen Popmusikrezipienten, die Fans, wenn man sie so nennen will, wissen, dass sie sozusagen Spuren von derselben Ursache oder auch von derselben Person und ihrer Körperlichkeit an den verschiedensten Stellen finden und zusammensetzen müssen und auch in den verschiedensten medialen Fassungen. Und dazu könnte auch sowas wie die Live-Übertragung gehören, obwohl das in der Popmusik eine relativ seltene Konstellation ist. Und das ist also, würde ich sagen, wenn es also eine Parallele gibt zu dem, was alle in der Pandemie erleben und dem, was in der Popmusik sozusagen immer schon Regel war, dann ist es Switchen, das Einüben von verschiedenen medialen Architekturen als Kommunikationswegen und das dazu bereit sein, von der einen auf die andere ständig zu wechseln. Aber es ist noch nicht sozusagen es geht nicht so sehr um diesen einen magischen Effekt, der mit der Aufzeichnung und ihrer Speicherung in einem toten Medium oder einem toten Objekt verbunden ist. Mhm. Trotzdem würde ich doch irgendwie als These in den Raum stellen, dass die Popmusik dann schon, also natürlich, ich habe es ja zuerst schon gesagt und über Popmusik wird es ja auch schon angerissen, dass natürlich so dieses mediale Dispositiv, mit dem Popmusik groß geworden ist, also vor allem halt eben die Schallplatte und das Radio und das Fernsehen so als irgendwie die Leitmedien, quasi ja irgendwie schon in die Richtung eines Endes eben geraten sind, indem das halt eben mit dem Internet generell halt schon irgendwie nochmal ein anderes Mediendispositiv im Raume war. Und dass sich das schon auch irgendwie jetzt nochmal verschärft hat als Situation, worauf dann die Popmusik vielleicht wieder ästhetisch neu reagieren kann oder es vielleicht auch tut, irgendwie lässt sich das vielleicht auch aktuell sogar schon beobachten. Oder man sagt halt wirklich die These zum Ende gedacht, okay, dann ist da so diese Ära vorbei und jetzt passiert was Neues, dass wir jetzt quasi nicht mehr so als Popmusik, wie sie bis, weiß ich nicht, in die 1990er Jahre existiert hat. Zwei Dinge würde ich da zu antworten wollen, die erstmal in völlig verschiedene Richtungen gehen, aber
aber die man unterscheiden muss. Das eine wäre sozusagen jetzt eine ästhetische Antwort, also keine medienspezifische oder eine, die sozusagen sich nur von der Medienspezifik herleitet. Diese ästhetische Antwort ist die Frage, die sich den KünstlerInnen stellt. Wie mache ich das, um was es in der Popmusik eigentlich geht, nämlich den unwillkürlichen Effekt meines Körpers charmant zu rahmen? Wie mache ich das eigentlich? Unwillkürlichkeit kann ich ja nicht wollen. Das macht sie aus. Und dabei, das erstmal zu wissen überhaupt, dass es darum geht und dann damit zu arbeiten und damit kokett zu werden und so weiter, das sind verschiedene Entwicklungsschritte, die alle unter diesem einen medialen Dispositiv entstanden sind, aber die bestehen geblieben sind, auch unter neuen Bedingungen, wo sich was geändert hat in der medialen Situation. Aber diese Frage und ihre verschiedenen historischen Antworten auf diese Frage, nämlich also wie inszeniere ich mich als unwillkürlich, wie inszeniere ich mich als halb aktiv, halb passiv, das ist sozusagen eine Frage, die geblieben ist und die sich natürlich diesen aktuellen Übertragungsweisen da auch wieder neu stellt. Und da würde ich sagen, dass sie die Tatsache, dass ich sozusagen die Leute, mit denen ich im Alltag zu tun habe, die also meine Kolleginnen im Beruf sind oder meine Freunde, Freundinnen oder so, dass meine Familie, all diese Personen, dass ich die sozusagen alle immer nur so in technischen Bildern sehe und ich sozusagen gewöhnt bin, in technischen Bildern eben Bilder zu lesen und zwar auch gleichzeitig auf Personen zu reagieren, die da irgendwie sind, aber das ist das auch, aber eben auch das Bild zu lesen, das hat natürlich, schraubt natürlich den Anteil an Unwillkürlichkeitsfaszination oder Unwillkürlichkeitsentdeckungen an den anderen Personen hoch. Das heißt, es ästhetisiert im Sinne von Popmusik und nicht im Sinne von anderen, aber so im Sinne einer bestimmten medialen Situation ästhetisiert es die Kommunikation und führt auch zu all diesen Dingen, die Leute jetzt machen, dass sie sich Hintergründe ausdenken, dass sie sich dass sie ihre Kameras und ihre Rechner auf bestimmte Weise hinstellen und dass sie das designen etc. Also das wäre sozusagen die eine Antwort. Das betrifft sozusagen wirklich jetzt den Alter unter diesen neuen Bedingungen und was der gemeinsam hat mit diesen mit Dingen wie Popmusik oder auch Reality TV. Ne? Reality TV ist ja sozusagen läuft im selben Register ab. So, das ist das eine. Das andere, der andere Teil oder Ihrer Frage bezieht sich auch auf den Punkt, bezieht sich auf Verhältnisse, die schon existiert haben, bevor Pandemiebedingungen, also grundsätzlich unter Internetbedingungen. Und da wäre ja mein Vorschlag zu sagen, dass die, in Response auf die klassischen Begriffe von Kulturindustrie oder Spektakel und die darin ja vor allem immer ein ideologisches Verhältnis sehen und Massenbeeinflussung und ein Sedativ und so weiter, dass es eben in diesen, dass es da unterschiedliche Stadien gegeben hat. Ne? Und ein Stadium war sicherlich die klassische Moment der Kulturindustrie, das übrigens Adorno Horkheimer schreiben, wo es Radio und Kino gibt. Und Radio und Kino sind eben beides Medien, die auf eine bestimmte Weise öffentlich und privat vermitteln. Und zwar auf paradoxe Weise. Ne? Das Radio steht im privaten Raum und vermittelt öffentliche Botschaften und die Kontrolle durch eine Öffentlichkeit. Und das Kino steht in der Öffentlichkeit. Man geht öffentlich dahin und mit anderen zusammen, um dann privat so quasi zu träumen. Also das macht diese Konstellation aus. Und dabei wäre Popmusik eine weitere, in der wieder mit diesen Gegensätzen von öffentlich und privat, aber nun noch verzwickter gearbeitet wird. Also, dass man eben sich eine intime Situation mit einer fremden Person, die technisch aufgezeichnet ist, also im Grunde ein sehr verfremdeter und entfremdeter Vorgang, in die privaten Räume holt und da sozusagen auch sich privat und intim von berühren lässt und dann sozusagen mit damit ausgestattet wieder in die Öffentlichkeit geht, zu Konzerten, in Bars etc., wo dieselbe Aufnahme läuft und man mit derselben Aufnahme arbeitet oder emotionale oder affektive oder sexuelle Verbindung eingeht. Und das könnte man jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben, das tue ich jetzt nicht, weil wir müssten ja jetzt zum dritten Stadium kommen und das ist das Internet. Und beim Internet ist es eben halt so, dass alle
Funktionen auf ein Ausgabegerät gebündelt sind oder auf einen Typus von Aufgabegerät. Das kann ein iPad oder ein Phone oder ein Laptop oder ein Festgerät sein, aber sie sind alle derselbe Typus und sie sind alle in der Lage, alles zu bündeln. Und was sozusagen die, wie soll ich sagen, es ist sowas wie die Totalität der angedeuteten Möglichkeiten dieser ersten beiden Kulturen. Das wird sozusagen zu einer Totalität hochgefahren und auch hat, reicht damit auch eine Grenze. Und darin würde ich sagen, multiplizieren sich vor allem all diese, diese privat-öffentliche Beziehungen und ihre Paradoxe. Die multiplizieren sich, keines davon verschwindet, keines davon wird obsolet. Im Gegenteil, es steigert sich alles, aber sie multiplizieren ihre jeweiligen Konstruktionsweisen, ihre Grammatiken und werden durch weiter andere erweitert. Und das, da sind sie jetzt also quasi, ja, da während diese Multiplikation geschieht, werden die Geräte, die sowohl die Aufzeichnung verwalten, wie die Kontakte herstellen und so weiter, erstaunlich unberührt und stabil. Anders als das mit Jukeboxes, Radios, Fernsehgeräten, Schallplattenspielern, Schallplattenformaten, Aufzeichnungstechnologien, Studiotechnologie etc. passiert da relativ wenig. Das Einzige, was passiert, ist, dass Speicherkapazitäten höher werden, dass Geräte schneller arbeiten, dass Bits schneller sind und so weiter, dass es mehr Bits sind. Aber es ist im Prinzip es gibt keine qualitativen Sprünge, es gibt kein Design, das darauf Einfluss nimmt. Und man kann sich noch fragen, das ist natürlich, wenn man das jetzt mit Kulturindustrien paralysiert, ist natürlich die Frage, was für Geschäftsmodelle sind das jetzt? Und die Geschäftsmodelle ändern sich natürlich auch. Also ich würde sagen, ganz massiv zur Ausbeutung von Lebendigkeit von Fans und Usern. Also die sind sozusagen, deren Lebendigkeit, deren Unwillkürlichkeit, deren auch nicht gestaltete Unwillkürlichkeit, ist sozusagen das Gold, das da kursiert und die haben davon relativ wenig, selbst wenn sie mal eine Zeit lang Influencer sind oder sowas. Wäre jetzt irgendwie eine sehr negative Einschätzung der Lage oder Ausformulierung davon. Ich weiß nicht, ob man es nicht vielleicht auch irgendwie umgekehrt perspektivieren kann oder möchte, das zumindest mal versuchsweise durchdenken möchte. Also ich denke halt auch so an zum Beispiel gerade im letzten Jahr von Charlie XCX eben diese Platte, die ja sehr stark im Austausch mit den Fans entstanden ist, wo sie ja tatsächlich eben auch immer wieder live gegangen ist, von den Fans eben auch durchaus Material irgendwie eingefordert hat und auch bekommen hat, irgendwie, dass die Leute da auch Lyrics mitgeschrieben haben, die sie dann tatsächlich auch irgendwie verwendet hat. Und am Schluss war dann diese Platte da, die sie ja dann mehr oder minder ja eh, da es ja Streaming ist, mehr oder minder verschenkt so an die Fans. Also natürlich lässt sich das so als eine kulturindustrielle Ausbeutung der Echtheit der Fans irgendwie formulieren, aber vielleicht lässt sich es auch formulieren als ein, ich weiß es nicht, eben doch als ein, da entsteht auch ästhetisch was Neues, eine spannende Art von, also wenn man es vom Ökonomischen mal abnimmt, eine spannende Art von, wie überhaupt umgegangen wird zwischen Stars, Fans, wie dieses Verhältnis, dass da was kulturell Spannendes einfach gerade passiert. Ja, das läuft ja auch schon eine ganze Weile und ich bin da also überwiegend skeptisch, aber nicht nur, aber ich würde es auch nicht beschränken auf sozusagen die rein internetkulturbasierten Phänomene, sondern ich würde etwas weiter ausholen. Fast alles, was sozusagen es geschafft hat, im Internet ein kulturelles Format zu werden, also was nicht sofort wieder verschwunden ist, hat ja gewisse Vorläufer. Und die Vorläufer sind ja meistens, stammen die aus entweder Counterculture oder Fluxuskunst etc. Also das sind ja sozusagen die Modelle, die da weitergearbeitet werden. Und der Begriff der Partizipation oder Partizipationsästhetiken hat ja eine Vorgeschichte, die sehr viel weiter zurückreicht. Und im Grunde ist ja auch schon die Kategorie der Performance-Kunst eine, die um 1960 herum und plus minus ein paar Jahre darüber nachdenkt,
wie sich solche Effekte, wie es die Indexeffekte sind, über die wir vorhin gesprochen haben, sozusagen erzielen lassen, zur Kunstform machen lassen. Und es gibt ja diesen lustigen Begriff in der chinesischen Kunst, der meiner Ansicht nach also über Rückübersetzung entstanden ist von der Behavior Art. Ne? Also das ist, glaube ich, das geht so, dass der Begriff der Performance Art ist in Chinesisch übersetzt worden und irgendwann dann hat er eine eigene Bedeutung im Chinesischen bekommen und dann ist er mal zurück, ist das zurück übersetzt worden ins Englische und dann hieß es Behavior Art. Und also das sind ja auch bestimmte Formate, in denen es genau um sowas geht, um Verhalten, unwillkürliches Verhalten als Kunstformat und so weiter. Das alles gibt es natürlich und das ist durchdacht worden und so weiter. Gleichzeitig sehe ich auch dort, wo das sehr reflektiert geschieht in der bildenden Kunst, in den letzten 20, 30 Jahren eine Tendenz dazu, Kunst von Extras machen zu lassen. Also was im Englischen Extras heißt, auf Deutsch Statisten. Nee. Also ich finde es auch sehr, sehr gut mal thematisiert worden von Ricky Gervais in der gleichnamigen Fernsehserie Extras, wo er sozusagen dass die Extras sind sozusagen die künstlerischen oder die ästhetischen Äquivalente zu den viel diskutierten Interns, ne, den Praktikantinnen im Kulturbetrieb, die eben schon unbezahlte Arbeit machen und nicht nur, wobei also das Unbezahlte gar nicht jetzt direkt die Ausbeutung ausmacht. Es ist nicht jetzt so, dass der Kapitalist sich das Geld, was er da als Lohn spart, einstreicht und sich davon seine Villa im Tessin baut, sondern die Ausbeutung besteht dadurch, dass wenn man nicht angestellt ist, wenn man nicht entlohnt wird, wenn man nur zum Spaß oder aus Idealismus oder weil man glaubt zu partizipieren oder auch tatsächlich partizipiert dabei ist, dass man dann etwas anderes produziert. Und das ist es, was ausgebeutet wird. Und das ist das, was der begehrte Rohstoff ist. Und wie immer bei begehrten Rohstoffen ist dieser begehrte Rohstoff nicht böse an sich. Ne? Das ist nicht an sich ein sündiges Vergnügen, das ich habe, wenn ich mich darüber amüsiere oder wenn ich das lustig finde oder wenn ich davon gerührt bin oder wenn ich das verführerisch finde. Das ist nicht das ist genauso wenig böse wie andere auf fragwürdige Weise entstehende Produkte. Aber es ist natürlich doch ein, als Geschäftsmodell ist es eins, das auf Ausbeutung basiert. Jetzt haben wir eigentlich immer noch relativ doch Produktions- oder von der Produktion ausgehend quasi irgendwie die Sache betrachtet und diskutiert. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen mehr von der Rezeption ausgehend irgendwie noch mal irgendwie alles durchzudenken versuchen. Also ich denke jetzt mal ganz konkret, es gibt ja eben nicht nur jetzt diese ganzen Zoom- und Konferenzen und so, wo es quasi 101 oder halt eben auch Leute, Kolleginnen und Kollegen tauschen sich miteinander aus, sondern es ist ja auch sehr viel, was früher als Live-Veranstaltung passiert ist, wird ja mittlerweile jetzt auch einfach gestreamt. Also so früher waren in Berlin und in Wien und in allen Großstädten halt 20 Vernissagen jeden Abend. Jetzt gibt es halt irgendwie 10 Livestreams, wo auch ungefähr dieselben Leute wie früher halt jetzt halt irgendwie alle in diesem Livestream, der dann auch später noch nachschaubar ist natürlich, weltweit angeschaut werden können. Und ist ja eine super Sache, grundsätzlich könnte man sich denken, aber dann stellt sich auch die Frage, wer schaut sich die alle an? Also diese ganzen Streams, wer geht da hin? Weil man weiß ja, live passieren andere Dinge als halt eben in diesen Streams. Ja, ich meine, ich finde das Problem ist natürlich, dass sich die, dass wenn das Interface der Rechner ist, sich alles verändert. Also ich persönlich versuche den Rechner als Interface für alles, was mit ästhetischen Erfahrungen zu tun hat, komplett auszuschließen. Ich schaue mir nicht mal Filme im Rechner an, beziehungsweise streng genommen natürlich doch, aber sozusagen nicht an demselben, im selben Gerät, das ich zum Arbeiten nutze. Ne? Und also natürlich mit der gleichen Technologie und natürlich mit den gleichen Verbindungen und natürlich durch das gleiche Internet, aber eben an einer anderen Stelle. Das sind symbolische Operationen, aber der Aufmerksamkeitstypus, den man an diesem Gerät entwickelt, gar nicht so sehr, weil das nicht mehr live ist und weil ich nicht im selben Raum schwitze wie der Schauspieler, die Schauspielerin oder wer auch immer, der Musiker, die Musikerin, sondern weil das zwischen E-Mails und To-Do-Listen und eben Produktion, die zur Arbeit gehört oder die zu und
und auch zu einer Art, bestimmten Art von wie soll ich sagen, Kybernetisierung. Also es wird, alles wird im Rechner zur Information. Zwar ist der Grad an unterscheidbarer und verarbeitbarer Information enorm gestiegen und die Möglichkeiten, mehrere Fenster gleichzeitig die verschiedensten Arten von Informationen aufzunehmen, aber es ist eben alles dann immer wieder Information und nicht etwas, das so so ist diese Erfahrung, taugt. Und das ist, finde ich, das größere Problem als jetzt die Tatsache, dass Dinge, die normalerweise live waren, wie Theater, jetzt gestreamt sind. Wenn es sozusagen etwas wäre, das, wo es schon eine Rezeptionskultur gäbe, die so aussähe, also wenn man zum Beispiel, oder vielleicht auch jetzt in Zukunft bald, ne, dass eine solche jetzt entsteht, die dann auch die Pandemiezeit überleben würde, dann wäre das was anderes. Aber ich meine, und es gibt natürlich auch andere Leute, die jünger sind als ich, die weniger Probleme damit haben, an ihren Arbeitsgeräten ihre Erfahrungen, ihre ästhetischen Erfahrungen zu machen. Das wäre dann was anderes, aber ich halte es dann mit dem alten Tony Soprano-Spruch, ne? I don't eat where I shit. Und das ist... das ist möglicherweise einer entspringt einer Sekundärsozialisation, die langsam obsolet wird, aber die, ja. Das führt vielleicht auch direkt in was hinein, was wir hier tatsächlich auch eben so am Set immer wieder auch diskutiert haben und auch was bei uns die ständige Reflexion ist in dem, was wir da machen, dass was jetzt nämlich die Frage des Formates selber ist, so, also wie, also die ja eben mit dem allem auch ein bisschen zusammenhängt, so, weil, also wir wissen, wir sind uns selber nicht so ganz im Klaren, machen wir hier eigentlich YouTube-Clips, machen wir irgendwie abendfüllende Shows oder irgendwas dazwischen oder was soll es denn eigentlich sein? Also wir sind auch alle irgendwie so in einer, also Zwischenlage irgendwie so zwischen wahrscheinlich einer jüngeren Generation, die sich solche Fragen einfach gar nicht mehr stellt, weil die andere Formate kennt und mit anderen aufgewachsen ist und halt eben einer, die halt doch noch eben hängt an so Dingen wie einem abendfüllenden Ding, einer abgeschlossenen, ungefähr 50 Minuten lang dauernden Show oder sonst irgendwas, aber halt schon auch irgendwie spürt, naja, es geht halt irgendwie gerade auch woanders hin, es geht, vielleicht sind die Formate irgendwie jetzt inzwischen andere. Aber die Formate sind, glaube ich, nicht das Problem. Also die sozusagen der ästhetische Anteil an den Formaten, also die Frage, wie lange dauert das, gibt es dann einen Klimax, wie oft steigt man ein oder steigt man aus, das ist ja alles durchprobiert, das haben wir alle alles schon erlebt und auch gutiert. Man kann ja mit jedem Format leben. Womit man, finde ich, nicht leben kann, oder wenn ich nicht leben kann, ist mit dem, ist sozusagen mit dem Zusammenschnurren einer Welt aus spezifischen Orten, an denen spezifische Dinge passieren, in einen Rechner hinein. Ne? Also diese, nicht weil das, auch wieder nicht, weil das unauthentisch oder sozusagen dem Künstlerischen nicht entsprechend ist, sondern weil es, weil sozusagen die Lebensform in der Stadt, die wir noch nicht aufgegeben haben, eine ist, in der man sich von Ort zu Ort, von Atmosphäre zu Atmosphäre bewegt. Ne? Und im Hausarrest geht das halt nicht. Ne? Mhm. Ja. Weiß nicht, wie ich da jetzt die Kurve kriege, weil was mich auch noch interessiert hätte, worüber ich schon noch gern geredet hätte, wäre, also es ist natürlich vielleicht auch irgendwie ein bisschen unsinnig oder unpassend, so von dem Theoretiker oder von der Theorie Tipps für die Praxis sozusagen zu bekommen zu wollen. Und eben aus dem Dilemma, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, eben, dass es natürlich eben alles im selben Gerät zusammenschnurrt, aus dem gibt es dann vielleicht eben keinen wirklichen Ausweg, aber mich würde schon interessieren, ob Sie dazu irgendwie auch Gedanken haben, eben wie... Was ästhetisch spannende Antworten wären auf eben, also jetzt unabhängig von der Pandemielage, aber ästhetisch ansprechende Antworten auf diesen Stand der aktuellen medialen Situation und deren ästhetischer Verarbeitung, wo wir jetzt halt gerade sind, 2021 zufällig. Ich hatte ehrlich gedacht, so vor ein paar Jahren, als es so losging, dass man irgendwie mit seinen mobilen Geräten anfangen konnte,
sozusagen die Außenwelt zu taggen, dass das ein Schritt in eine neue Entwicklung ist. Und dass sozusagen da die Außenwelt auf eine neue Weise vorkommt. Und also ein bisschen war das dann so in so, was weiß ich, bei diesen ganzen Suchspielchen, die es dann so gab. Ja, genau. Aber auch das ist ja irgendwie, es ist zumindest, wird nicht mehr so viel von geredet. Und es ist vor allem ja dann auch wieder so, ja, so spaßartig organisiert worden, während darin ja eigentlich mehr steckt. Also als jetzt sozusagen das die Logik des Spiels in die Außenwelt zu stülpen, sondern ich hätte echt gedacht, dass das so, dass das nochmal gegenüber der Rezeption am Rechner ähnlich funktioniert wie das Kino oder wie das Kino sich zum Radio verhält oder wie die Popmusik sich zum Fernsehen verhält. Und das ist aber irgendwie so in seinen Anfängen stecken geblieben. Wer weiß? Ich meine, das ist jetzt, das kann sich auch wieder ändern. Also die Möglichkeiten gibt es ja, aber es ist halt, es hat sozusagen nicht eine soziale Resonanz gehabt in dem Sinne. Ne? Das ist interessanterweise fällt ja diese Entwicklung historisch zusammen mit dem arabischen Frühling und das war ja da war ja sozusagen die Idee in der Welt, dass ich mit meinem mobilen Gerät in einer Weise sozusagen jetzt öffentliches Agieren mitbestimmen kann, das auch zur Sichtbarkeit von Massendemonstrationen und so weiter führt. Und insofern, das war so ein bisschen der Resonanzraum, in dem diese Aktivitäten plötzlich irgendwie interessant zu sein schienen. Und der ist halt gerade nicht da, ne? Oder stellt sich irgendwie ganz anders oder konfiguriert sich gerade neu. Insofern, weiß ich nicht, würde ich sagen, mal abwarten. Also. Ja, das lässt, also das ist natürlich halt immer irgendwo auch ein guter Tipp. Ich weiß, ich versuche so noch ein bisschen so am Schluss noch mal ein bisschen die Runde zu machen. Also es ist jetzt aber doch auch ein bisschen ein thematischer Sprung, aber schon auch noch eine Sache, die auch irgendwie ein bisschen mit dem Raum hier zusammenhängt, eben mit der PMK. Die ist ja eben, also das heißt Plattform mobiler Kulturinitiativen, und das ist halt hier so ein Club, ein Ort in Innsbruck, wo ganz viele verschiedene Mitgliedsvereine jeweils selbstständig Konzerte veranstalten, die halt so in ihren einzelnen Szenen normalerweise, also da gibt es den Metal-Verein, da gibt es den Hardcore-Verein, da gibt es den Verein für elektronische neuere Musik und halt uns 20 weitere so. Und da funktionierte das ja quasi so, wie es historisch auch funktioniert hat. Es gibt halt so diese Szenen, und in diesen Szenen gibt es so diese Codes, die so irgendwie auch ganz gut eingespielt sind. Man weiß, also die Leute wissen, wenn sie da dann physisch hingehen, was an dem und dem Abend passiert, wie die Leute dort ausschauen, was die Symbole dort heißen, worauf sich sozusagen einzustellen ist. Also da war irgendwie so ein Grundverständnis da. Und daran würde ich vielleicht jetzt irgendwie so eine steile These, einfach um for the sake of the These in den Raum zu stellen, dass das ja eben online auch vielleicht sich noch nicht so reproduziert hat. Ich meine, logisch gibt es auch online die ganzen verschiedenen Nischen, aber es ist halt online oft auch so, dass wenn man dann halt so ein Streaming-Video irgendwo hinaus wirft, man weiß nicht, wer es sieht so. Und dann ist, da fehlt der Kontext viel stärker. Und eventuell könnte das irgendwie auch ein Grund sein für viele dieser Debatten, die jetzt gerade auch in den letzten paar Jahren stärker noch aufgekocht sind, wieder mal, zum wiederholten Male, rund um sowas wie politische Korrektheit, um Trigger Warnings, um Content Warnings, um also Cancel Culture, ohne dass ich das jetzt als Begriff, den ich in verächtlicher Weise verwenden will. Also diese ganze Gemengelage, ist das vielleicht eben auch etwas, was damit zusammenhängt? So? Ja, also das hängt vielleicht damit zusammen, also sagen wir so, der Grad an Wichtigkeit, den das hat, und der sich ja oft vor die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung schiebt. Der hat vielleicht was damit zu tun, dass die Kenntlichkeit der Szenen abgenommen hat. Dass man sozusagen wenn man dann den Sturm auf das Kapitol sieht, lauter so Outfits sieht, die man genauso gut ganz woanders hätte sehen können oder viel eher woanders erwartet hätte.
und, nicht, und dass die Nazis nicht aussehen wie Operetten-Mussolini, sondern, sondern als hätten sie, wären sie irgendwie Bassist bei Steppenwolf oder so. Das, und diese Art von Unkenntlichkeit, die gleichzeitig, mit der, die aber gleichzeitig nie so ganz unlesbar ist, sondern wo es eigentlich immer darum geht, dass in letzter Zeit sehr viel darum geht, dass, dass bestimmte Szenen verwechselbar werden oder dass man nicht genau weiß, von wo argumentiert diese Person jetzt aus, ist das ein Deckargument, ist es nicht in Wirklichkeit jemand, der von einer ganz anderen Ecke kommt, dieses Bedürfnis dann zu markieren, das könnte damit zusammenhängen, dass dieses Agieren halt in diesem als sozialer Raum nicht so ganz einsichtigen digitalen Raum passiert. Ansonsten sind ja die Phänomene alle nicht so neu und es gibt sie ja auch schon aus prädigitalen Zeiten und die hatten dann halt andere Namen, aber also was weiß ich, amerikanische Hochschullehrer, die irgendwie sich darüber beschwert haben, dass die toten weißen Männer von den Leselisten entfernt werden und das Ganze dann McCarthyismus von links genannt haben, das gab es halt schon 1990, ne? Und wesentlich ohne dass damals, ja klar, gab es da auch schon ein bisschen Internet, aber relativ wenig. Aber ich glaube schon, also diese Unkenntlichkeit, auch das Spielen mit der Unkenntlichkeit, das sich Verstecken hinter Codes, dass damit auch sozusagen die Entwertung der Codes, bis auf die Momente, wo sie eben völlig überraschend auftauchen, ja, klar, das wird sicherlich davon verstärkt, aber es ist nicht davon hervorgerufen worden allein. Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber also ist ja schon auch ein interessanter Befund. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung auch nochmal nachgeschaut, eben politische Korrekturen von Ihnen, das war ja 1996, also und wenn man das so durchblättert, muss man ja sagen, also so gerade auch in einem Mainstream-Diskurs irgendwie hat sich ja noch so furchtbar viel eigentlich in diesen mehr als 25 Jahren dann gar nicht getan, oder? Also die Debatte war damals schon so ausbuchstabiert und sie ist jetzt noch, also natürlich sind wir jetzt weiter gesamtgesellschaftlich, klar, aber halt nicht so viel, wie man hätte erwarten können in 25 Jahren, oder? Ja, also was mir Leute immer sagen über dieses Buch, die das jetzt in letzter Zeit wieder gelesen haben, ist, dass sie überrascht sind, wie viele von diesen Figuren, die da vorkommen, alle immer noch mit genau denselben Dingen im Amt sind. Ne? Also an die ich mich auch noch so vage erinnere, dass ich die damals recherchiert habe, so jemand wie Dinesh D'Souza oder Rush Limbaugh und so, das und natürlich auch im deutschsprachigen Feld, ne? Klar, ja. Das ist eben, wobei das Buch, als das Buch entstanden ist, war dann sozusagen der Anteil Netzkultur schon ein bisschen größer geworden, als jetzt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also ich habe meinen ersten Text dazu zu Political Correctness in Amerika und der Debatte darüber war so 92, 93. Also, ja. Aber trotzdem, ja. Ja, möchte mich bedanken. War für mich sehr interessant. Ja, für mich auch. Okay, ja, freue mich sehr. Dankeschön und ja, auf irgendwann. Genau. Gut. Bis dann. Tschüss.